Hallo und moin zum zweiten Teil dieses Let's Plays von Sam & Max Hit the Road, einem Point-and-Click-Adventure von LucasArts aus dem Jahr 1993, basierend auf der Comicreihe von Steve Purcell. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau. Dann waren wir an der Stelle. Achso, ja, genau. Also vielleicht zur Rahmung kurz. Man sieht hier Sam und Max. Sam ist der Hund, Max ist der Hase. Und das sind beides Comic-Charaktere von Steve Purcell, einer der Hintergrundzeichner bei LucasArts. Und er hat die Möglichkeit bekommen, seine Figuren als Computerspiel zu bearbeiten. Das ist danach auch noch ein paar Mal passiert. Und das ist das erste Spiel zu den beiden. Und die beiden sind die Freelance Police, also sozusagen unabhängige Privatermittler, die Aufträge bekommen, etwas aufzuklären. Das ist generell alles nicht ernst gemeint. Das ist sehr humoristisch, spielt mit relativ vielen Verschwörungstheorien und irgendwie Geschichten. Und wir machen einen Roadtrip durch die USA und gehen da, oder fahren da besser gesagt, zu sehr vielen eigentümlichen Orten auf der Suche nach dem Yeti Bruno. Der ist hier aus diesem Park ausgebrochen und hat auch noch die Giraffendame. Kommen wir gar nicht auf den Namen. Bringen wir aber bestimmt gleich raus. Hat auch noch die Giraffendame mitgenommen. Sie hat wahrscheinlich entführt. Und wir sind auf der Suche nach den beiden. Ja. Und haben jetzt schon hier im Tunnel der Liebe einen geheimen Ausgang gefunden, wo wir auf einen Maulwurfmann getroffen sind. Dieser Maulwurfmann kennt offensichtlich Bruno und weiß auch, wo der ist oder wo der hin wollte. Und wir möchten es gerne rauskriegen, deswegen müssen wir natürlich jetzt, wie in jedem guten Adventure-Spiel, ihm etwas geben, was er haben möchte. Und er möchte Alin. Genau. Ja, vielleicht noch was zu Sam und Max. Sam, das ist wie gesagt der Hund, ist der eine, der Klamotten anhat. Max ist der Hase, der keine Klamotten anhat. Max ist eher so ein bisschen rabiat. Die sind beide relativ gewaltorientiert, würde ich mal sagen. Also man muss natürlich hier viele Probleme lösen durch Gespräche. Das ist nicht unbedingt typisch für die beiden. Kann ich vielleicht an dieser Stelle sagen. Aber die Gewalt wird in der Regel hier nur angedeutet, ist also innerfreundlich. Sagen die Sprache im Zweifel nicht unbedingt. Aber ich glaube, in der deutschen Fassung ging es auch. Das war nicht so schwierig. Genau. Ich sehe gerade, dass wir hier so ein bisschen Frame Drops haben. Also zumindest hat er eben kurz mal auf 15 Frames reduziert, warum auch immer. Jetzt sind wir wieder auf 30. Ich hoffe noch, es bleibt auch so. Das ist eigentlich hier nicht so rechenintensiv, was hier gemacht wird. Von daher hoffen wir es mal. Interface ist auch relativ simpel. Wir haben hier eine klassische Maussteuerung. Es gibt keine Verben, wie man es aus Monkey Island zum Beispiel noch kennt, sondern es gibt so Icons, die bestimmte Möglichkeiten beschreiben. Das ist gehen, das ist schauen, das ist nehmen, das ist sprechen, das ist benutzen, das ist Max. Max ist also quasi immer eine Benutzoption im Speziellen. Und man kann Max dann mit bestimmten Dingen benutzen, so zum Beispiel hier. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, also mit diesen Dingen kann man es gerade nicht machen, aber mit vielen anderen Dingen kann man ihn benutzen. So. Man kann natürlich auch mit ihm reden. Hey, Max. Was? Ich habe mal die Untertitel eingeschaltet für den Fall, dass man im Detail vielleicht doch nicht immer genau versteht, was da gesagt wird. Aber wie gesagt, die Sprachausgabe ist eigentlich gut. Man kann ja auch abschalten, die Untertitel, wenn man die nicht sehen will. Ich frage mich, wo Bruno ist. Ich frage mich noch immer, wo ich bin, Sam. Mhm.
Ich frage mich, wo Trixie ist. Es schaudert mich bei dem Gedanken an die Demütigungen, die sie von diesem Vieh erleiden muss, diesem Bruno. Ja, genau. Also so funktioniert es im Groben. Wie man gerade gehört hat, ist die Synchronstimme von Max auch die bekannte Synchronstimme von Bart Simpson. Sandra Schwittau ist das, glaube ich. Nun, das war's. Insofern ist das eigentlich alles ganz lustig und comichaft. Okay. Ja. Wie gesagt, wir können laufen. Und was wir jetzt machen müssen, ist Süßigkeiten zu besorgen. Achso, ich habe das Spiel natürlich schon mehrfach gespielt. Es ist also nichts Neues für mich. Nicht blind gespielt. Muss man aber auch, glaube ich, nicht. Es sind ein paar abgefahrene Rätsel schon dabei, wo man erstmal drauf kommen müsste. So, genau. Dann kann man hier, glaube ich, so einfach durch die Tür gehen. Ein Ständer voll illegaler Sam und Max Carbomb-Spiele. Nehmen wir nochmal mit. Eine Schachtel mit Pikanusspralinen. Das ist exakt das, was wir brauchen. Dann nehmen wir das doch mit. So, war noch irgendwas Spannendes? Original amerikanische Eingeborenen-Trommeln hergestellt von original koreanischen Eingeborenen. Mhm. Hoppelreißer, die Feinde eines jeden Karottenzüchters. Ich muss mal auf die Toilette. Ein Regal voller Snacky-Schnickschnack. Ein Regal voller Snacky-Schnickschnack. Hä? Ich muss mal auf die Toilette. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Okay, also nun, über die Toilettenfrage können wir nicht reden. Gut. Wir haben übrigens schon ein paar Gegenstände in unserem Inventar. Wir haben eine lustige Glühbirne, Taschenlampe mit Schwarzlichtbirne, die haben wir schon verwendet. Wir haben diesen Magneten. Da ist noch ein neuer Ort, wo wir hin können. Wir haben eine Linse, wir haben eine Hand in der im Glas, wir haben Yeti-Haare, wir haben einen Zugangspass, wir haben ein bisschen Geld und jetzt ich diese muss beiden. Mal auf die Toilette! Ja, doch, die wir eingesammelt haben. So, jetzt kaufen wir mal die Dinge, die wir hier. Ich muss mal haben. Auf die Toilette! Bist du hier angestellt? Ich wünschte, es wäre so. Aber ich müsste erst weitere 6 Jahre bei Snacky U studieren, um hier selbstständig arbeiten zu dürfen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? So. Was weißt du über Yetis? Nur, was ich in Bild am Sonntag über sie gelesen habe. Sonst noch etwas? Ich würde das hier gerne kaufen. Habt ihr Geld dabei? Natürlich, hier. Ist das alles oder kommt noch etwas dazu? Ich hätte gerne noch diesen ekligen Pikanuss-Süßkram. Sonst noch etwas? Was ist das hier? Eine Schachtel mit Snackys weltberühmten Pikanuss-Pralinen, geliebt von allen Fernsehsüchtigen in der ganzen Welt. Sonst noch etwas? Mein kleiner Freund muss mal die Örtlichkeiten benutzen. Scheiß auf die Örtlichkeiten, ich brauche ein Klo! Sie sind auf der Rückseite. Hier ist der Schlüssel. Das ist ja eine schrecklich große Feile am Schlüsselbund. Gibt es kein Toilettenpapier mehr? Nein, wir hatten Probleme mit Gaunern, die unsere Toilettenschlüssel geklaut haben. Es sind die saubersten in der ganzen Umgebung.
Die Schlüssel? Die Toiletten. Brauchst du Hilfe, kleiner Freund? Ich glaube, das schaffe ich auch alleine, Sam. Nun, was kann ich sonst noch für euch tun? Snarky You? Das hört sich aufregend an. Oh, das ist es. Snarky You ist das, wo alle Snarky-Studenten hingeschickt werden, um die Vorteile, die Nachteile, die Höhen, die Tiefen, das Drunter und das Drüber des schillernden gastronomischen und kulturellen Phänomens zu erlernen, das Snarky darstellt. Faszinierend. Bei Snarky You lernen wir in Intensivkursen alles über Brötchen schneiden, den richtigen Knopf für die Limonaden zu drücken und das Allerwichtigste, das Öffnen von Gewürzgurkengläsern. Hm. Ich wusste gar nicht, dass ihr so streng und hart trainiert werdet. Hey, ich kann jedes Glas in diesem Land öffnen. Cool. Wie kann ich all mein Snarky You Training für euch zum Einsatz bringen? Nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen die Zeit verpasst. Hier ist der Schlüssel. Weil ich glaube, wir brauchen diese Pfeile noch später. Du bist ja schrecklich nett für einen, der nur sein Existenzminimum verdient. Und die hätten wir jetzt mitnehmen können. Alle Snarky You-Absolventen müssen Kurse in exzessiver und garantierter Nettigkeit belegen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Hey, können Sie das hier für uns öffnen? Sicher. Das Glas, das ich nicht öffnen kann, muss erst gefertigt werden. Kann ich ansonsten noch was für euch tun? Nö. Ich glaube, nichts. Damit haben wir ja alles gemacht, was wir machen konnten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Aber wir werden offensichtlich noch einmal herkommen müssen, um uns die Pfeile zu holen. Übrigens ganz lustig, es gibt 3 identische Restaurants im Spiel. Die unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass der Typ hinter der Kasse leicht anders aussieht. Sind aber alles Varianten wie heißt er denn? Von dem Hauptcharakter aus Day of the Tentacle auf alle Fälle. So. Haben wir noch diesen Becher eingesammelt. Wichtig in Adventure Games, immer alles einsammeln, was da rumliegt. Genau. Wir haben schon 2 neue Orte entdeckt, nämlich einmal hier das weltgrößte Wollknäuel und einmal hier die Welt der Fische. Aber wir gehen erstmal zurück zur Messe, um da die Pekannusspralinen abzulegen. Willst du noch eine Runde im Tunnel der Liebe drehen? Warum nicht? Warum nicht? So. Alinen? Hier. Ich dachte, du magst vielleicht ein paar Süßigkeiten. Danke. Dies sind meine Lieblingspralinen. Hey, ihr seid in Ordnung. Nehmt diesen Schlüssel als Beweis meiner Wertschätzung. Wow, das nenne ich mal einen Schlüssel. Okay, Sam, raus hier, so schnell es geht. Wartet, ich kenne da noch eine großartige Geschichte, die ihr unbedingt hören müsst. Fass dich kurz, Junge. Mein Partner verträgt keine langen Geschichten. Also, alles fing damals an dem Tag vor dem heutigen an. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen.
Das war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Trixie sich in Bruno verliebt hatte. Jeder Dutch schließt sie das Kuriositätenzelt und las ihm eine Geschichte vor, von der sie glaubt, es könnte seine Lieblingsgeschichte sein. Sie schien so glücklich, wie eine mutierte Parodie der Natur nur sein kann. Aber sie würde nie richtig froh sein, bis ihr geliebter Bruno befreit wäre. Letztendlich beschloss sie, etwas gegen Brunos missliche Lage zu tun. Sie bat Flambé, den Feuerschlucker, Bruno aus seinem Eisenkäfig zu befreien. Flambé trat die arme Trixie leid und so befreite er Bruno. Und seitdem wurde das glückliche Paar nicht mehr gesehen. Verteufelt gute Geschichte, oder? Okay. Jetzt wissen wir also, was passiert ist. Die ist offenbar nicht entführt worden. Sie sind ganz absichtlich zusammen geflüchtet. Ja. Natürlich hier ein sehr universeller Schlüssel, den wir jetzt gekriegt haben. Da kommen wir mit Sicherheit auch hier rein. Hey Max, rück an. Was? Schau gut hin. Zum Glück verdeckt die Tür meine Schamesröte. Oh Junge! Hey, da ist ein nettes Kostüm drin. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Da haben wir noch einen neuen Ort gefunden. Also das ganze Spiel funktioniert eigentlich immer so, dass man immer mehr Orte findet, dann muss man diese Orte besuchen und in der Regel findet man dann da irgendwelche Hinweise auf die Verbliebenen. Oh, hier noch irgendwas? Ich glaube, mich nicht zu erinnern. Das ist Max. Ah ja. Es ist ein großer Schrank. Trixie ist ein großes Mädchen. Das war's dran. Es ist eine Aussteuerkiste. Ich hoffe, Trixie hat dort mehr Gold versteckt, als meine armen Augen aushalten können. Ja, nein, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Das war eine kurze Suche. Genau. Also drei Möglichkeiten, wo wir hingehen könnten. Bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich mich noch erinnere, was in welcher Reihenfolge sinnvoll ist, aber es ist wahrscheinlich auch egal. Aber ich glaube, man braucht bei den Alligatoren Fisch. Also gehen wir vielleicht erstmal Fisch holen. Ein entferntes Grollen. Du hättest daran denken sollen, als wir weggingen.
das auch ganz spannend, weil hier im Spiel tatsächlich so 3D-animierte Objekte verwendet werden. Wie zum Beispiel dieser Hubschrauber. Verrückt. Das gab es damals noch nicht so viel, glaube ich. So, wir haben einen Eimer mit Fischen. Auch das ist ja keine schlechte Idee. Ja, ich glaube, diese Dinger hier... Ein tragbares Carbomb-Spiel. Ja, das sind so kleine Minigames, die man spielen kann. Das ist das Carbomb-Spiel. Das Carbomb-Spiel ist im Grunde Schiffe versenken. Man muss seine Autos auf dem Feld platzieren und dann gegenseitig versuchen, die Autos zu zerstören, indem man eben Bomben auf die Felder wirft. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Aber das ist ein nettes Spiel. Es gibt noch zwei andere. Es gibt noch ein Autofahrspiel. Da muss man den Autoschildern ausweichen. Und es gibt noch eins, das war mal ursprünglich der Kopierschutz für das Spiel. Da konnte man den Figuren verschiedene Outfits anziehen. Und anhand eines Codes musste man das richtige Outfit zusammenstellen. Das war mal der Kopierschutz, den es aber hier in der CD-Version nicht mehr gibt. Genau, wir haben das. Wir können ja noch mit dem interessanten Mann sprechen. Was für ein großes Filetstück. Ich nenne es Bubbles. Das ist ein sehr großer Fisch. Was geht hier vor? Was hier vor sich geht? Ich erzähl euch, was hier vor sich geht. In diesem Fluss riskiere ich eine Lungenentzündung. Das geht hier vor. Was weißt du über Yetis? Meine Großtante Lois war mit einem Yeti verheiratet. Er harrte immer auf Oma Phyllis' Sofa. Was soll das mit dem Hubschrauber? Dieser Hubschrauber ist der Fluch meiner Existenz. Jedes Mal, wenn ich genug Fische gefangen habe, um ein Netz zu füllen, kommt dieser Hubschrauber an und bringt die Fische zum Wollknäuel-Restaurant in Central Dis, Minnesota. Wie traurig. Ich weiß. Es ist, als würde man in einem Norman-Mailer-Roman stecken. Ich liebe alle deine Filme. Besonders die frühen, die lustigen. Wovon redest du? Tut mir leid, ich muss dich mit jemandem verwechselt haben. Wir sehen uns. Bin mir auch nicht sicher, auf wen hier angehoben wird. Ich glaube, wir müssen hier nochmal zurückkommen, um irgendwie diesen Fisch loszuschrauben. Aber das können wir noch nicht. Und dann, glaube ich, brauchen wir hier nichts mehr. Dann gehen wir mal wieder zum Auto. Gucken wir doch, dass es mal Wollknäuel mal an, da haben wir jetzt schon mehr Hinweise für bekommen. Ist wahrscheinlich schon aufgefallen, wir steuern immer eigentlich aktiv nur Sam. Max macht mehr oder weniger, was er will und im Zweifel kommt er uns hinterher, aber kann man nicht direkt steuern, den kann man nur benutzen. Lustige Tatsachen über das größte Wollknäuel der Welt. Ausgerollt würde das Wollknäuel von hier bis weit hinter den Jupiter reichen. Wissenschaftler sind sich einig, dass das schiere Gewicht des Knäuels die Erde im Jahre 2053 aus ihrer Umlaufbahn wirft. Und unseren Planeten direkt in die Sonne katapultiert. Zum Glück beträgt meine Lebenserwartung nur 6 Jahre. So kann man das natürlich auch sehen, kleiner Freund. Arbeiten Sie hier? Jo, bin schon seit 40 Jahren dabei. So, was kann ich jetzt für euch tun? Sie haben nicht zufällig eine 8 Fuß große, pelzige Kreatur gesehen, die auf den Namen Bruno hört. Sprecht ihr von Bruno, dem Yeti? Genau.
Er und einige andere Yetis halfen damals mit, das Wollknäuel zu bauen. War so 1956. Die Geschichten, die ich erzählen könnte... Nein! Ich habe heute schon genug Geschichten gehört. Haben Sie Bruno vor kurzem gesehen? Ich habe Bruno seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ist er in Schwierigkeiten? Das kommt auf Ihre Definition an. Ich benutze gern die mit dem stacheligen Ameisenigel. Nun, gibt es noch etwas anderes, wobei ich euch helfen kann? Was ist mit all den Fischgeiten, die dort am Fenster vorbeifliegen? Das sind die Überbleibsel unserer letzten Fischlieferung. Unser berühmtes, rotierendes Restaurant fliegt täglich frischen Fisch von der Welt der Fische in Mosquitoville, Missouri ein. Dieses Wollknäuel ist nicht aus einem einzigen Stück gemacht worden, oder? Doch, doch. Es ist das längste Stück Wollfaden in der Welt. Fast 92 Yards lang. Wenn man jetzt nur wissen, was so ein Yard ist. Aber vielleicht auch nicht. Es sind Orte wie dieser, an denen ich wünschte, ich wäre Kanadier. Die haben auch so einen dort drüben, aber die Hälfte davon ist französisch. Das wäre dann erst einmal alles. Ja, dann fahren wir doch mal oben hoch. Diese Seilbahn ist auch wieder eines dieser 3D-animierten Objekte in dem Spiel. Leg einen Zahn zu, Max. Hey, schau mal. Mal ein langes, loses Ende. Zu schade, dass wir es von dieser Seite des Decks nicht erreichen können. In Spielen wie diesen braucht man immer ein langes Stück Seil. Ja, das ist ein nicht sehr, sehr subtiler Hinweis darauf, dass wir dieses Seil da brauchen, aber wir müssen auf die andere Seite kommen. Verbiegt also Schraubenschlüssel. Was tust du denn da überhaupt? Ich verbiege Werkzeuge mit meinen telekinetischen Kräften. Warum? Damit ich den Drehmechanismus von diesem Restaurant reparieren kann. Nun, das macht Sinn. Hast du irgendetwas über Bruno den Yeti gehört? Wer zum ist Bruno der Yeti? Sam, er verknotet seine Zunge. Natürlich nicht gut, das wollen wir nicht. Wofür sind diese verbogenen Werkzeuge überhaupt gut? Für eine Menge Dinge. Zum Beispiel zum Kratzen dieser unerreichbaren Stellen. Für mich ist jede Stelle schwer zu erreichen. Möchtet ihr eins für umsonst? Sicher. Ich mache euch einen. Der gehört dir. Danke. Nicht schlecht. Nun, bye. Da können wir also durch die... Teleskop sehen, was so in unserer Umgebung ist. Auch das müssen wir noch mal machen später. Ich bin sicher, dass es irgendwie nützlich ist. Aber ich weiß nicht, warum. Also die Hinweise, finde ich, sind in diesem Spiel alle relativ offen eingestreut. Man kriegt relativ häufig, relativ genau gesagt, was man machen muss.
Jetzt kann ich Richtung und Geschwindigkeit des Restaurants mit diesem Fernglas steuern. Das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Oder auch nicht. Ja, ich glaube, irgendwas müssen wir da noch machen. Weil so ganz so einfach funktioniert es offensichtlich ja nicht. Ich bin sicher, dass es irgendwie nützlich ist. Aber ich weiß nicht, warum. Ja, also später brauchen wir das, glaube ich, nochmal. Ansonsten können wir, glaube ich, hier nicht viel machen. Auch niemand. Hier ist auch nichts zu anklicken. Ist nur Hintergrund. Sieht sicher genug aus. Dann gehen wir wieder durch. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Okay. So. Jetzt haben wir dieses verbogene Werkzeug und mit diesem verbogenen Werkzeug kriegen wir jetzt, glaube ich, den Dreh raus. Das klappt ja vorzüglich. Hey Max, steig in diesen Fisch. Alter vor Schönheit, Sam. Okay. Ist ein bisschen wackelig hier drin. Hey Max, komm her. Geronimo! Man muss die Geschicklichkeit bewundern, mit der sich die gerissene Überforelle an ihr Opfer heranpirscht. Diese Erfahrung gehört eindeutig zu den 10 ausgeprägtesten in meinem Leben, Sam. Heilige Makrele. Ich bin eine Forelle, Blödmann. Heilige Forelle? Ich dachte immer, du wärst aus Plastik. Ich überlege noch. Was war das für ein Geräusch? Hörte sich so an, als hättest du zu viel Chinesisch gegessen, Sam. Das sind schon gute grafische Effekte für die frühen 90er.
mal. Der kommt dann nicht so richtig. Ich sagte doch, ich hätte einen Plan. Ja, und nun braucht man nur noch diese Seil. Hey, Max, ich habe noch einen Plan. Ich glaube, ich hätte es lieber, wenn du einfallslos wärst. Halt's Maul und kletter über das Geländer. Siehst du, es ist nichts passiert. Was habt ihr hier zu suchen? Sonst noch irgendwelche Geistesblitze? Lass uns anfangen, wie Babys zu schreien. Galileo hatte Unrecht. Ich glaube kaum, dass wir uns in einem Vakuum befanden, Max. Wie bekommen wir unser Auto jetzt wieder? Wir warten einfach. Ja, damit haben wir doch wieder ein Rätsel, oder ja doch, ein Rätsel, ein größeres Rätsel gelöst. Genau. Das ist doch ein guter Punkt, um einmal abzuspeichern. Und an dieser Stelle können wir dann beim nächsten Mal weitermachen, also in der nächsten Folge, wenn es weitergeht in der Suche nach dem Yeti und der Giraffenfrau. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!